Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wisst ihr, was Al-Riba ist? Al-Riba im Deutschen würde man ungefähr übersetzen mit Läster. Dann sagten sie: Allah und sein Gesandter wissen es am besten. So antwortete er zu ihnen, dass du über deinen Bruder etwas sagst, was er nicht mag. Klammer auf, Klammer zu, nicht was du nicht magst. Du redest gerade über deinen Bruder. Für dich geht vieles in Ordnung, was dein Bruder nicht mag. Sei es auch eine Bezeichnung von ihm. Wo ist dein Beweis, Abul Bara? Eine einfache Bezeichnung. Der Hadith ist authentisch. O Diener Allahs, Aisha radiallahu anha wa ardaha, sagte einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam über Safiya radiallahu anha. Safiya war eine der Ehefrauen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die wunderschön gewesen ist. Sie sagte, sie ist klein. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wenn dieses Wort von dir in das Meer eingetaucht werden würde, würde es die Farbe des Meeres ändern. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eine einfache Bezeichnung von klein, weder klein noch Schwein. Diese beiden Sachen musst du dir aus dem Kopf streichen, o Diener Allahs, dass du nicht abfällig wirst, indem du jemanden ein Esel nennst oder ein Schwein nennst oder sonstiges. Diese Wörter musst du unterlassen. Als er gesagt hat, dass du über deinen Bruder etwas sagst, was er nicht mag. Einer sagte: Aber was, wenn das stimmt, was ich über meinen Bruder sage? Zum Beispiel, ich sage, mein Bruder ist geizig. Er ist wirklich geizig. Was sagte er, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wenn du hier die Wahrheit gesprochen hast, das heißt, es ist wirklich so, dann hast du Riba gemacht. Das ist die Riba. Das ist genau das Läster. Aber wenn du über deinen Bruder lügst, dass du etwas sagst, was er nicht besitzt, das heißt, du schreibst ihm etwas zu, was er nicht ist, dann hast du ihn verleumdet. Und dann gibt es eine Sache, das ist An-Namima. Der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, als er beschrieben hat, warum zwei Leute in ihrem Grab bestraft werden, sagte er uns ganz genau, was der Grund dafür war, warum eine Person gepeinigt wurde im Grab. Einer von ihnen, er ist mit der Namima herumgegangen. Was ist jetzt Namima? An-Namima, wie Ibn Mas'ud radiallahu anhu in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari sagte, das ist, dass du zwischen den Menschen Wörter verbreitest. Und daher sagen die Gelehrten, dass du Wörter von jemandem verbreitest, um Feindschaft, Unheil zu stiften. Zum Beispiel, ich gehe zu Bilal und ich sage ihm, Subhanallah, wüsstest du, was Mahmud über dich gesagt hat, dann wärst du heute nicht mit einem Lächeln aufgestanden. Das heißt, ich gieße Öl ins Feuer. Das ist Namima. Dein Hintergedanke, deine Absicht ist es, Feindschaft zwischen beiden herzustellen. Ich wiederhole nochmal, weil das war die Methodik vom Propheten, dass er eine Sache dreimal wiederholt hat. Riba, sagt mit mir, liebe Geschwister, ist, dass du über deinen Bruder oder deine Schwester etwas sagst, was sie nicht mögen, sei es auch die Wahrheit. Buhtan, Verleumdung, bedeutet, richtig, ich sehe, du hast das verstanden, bedeutet, dass du über deinen Bruder oder deine Schwester die Unwahrheit sagst, das ist Verleumdung. Und die Namima ist, dass du Wörter verbreitest zwischen zwei Leuten oder mehreren Gruppen, und du willst dabei nichts anderes als Unheil herstellen, stiften. Dieses ist Namima. Und alle drei Dinge sind große Sünden. Du willst gar nicht wissen, was es für manche Dinge an Strafe gibt. Möge Allah uns bewahren, davon schon im Grab.